Was geht ab, meine lieben Freunde? Und es ist wieder mal Zeit für eine weitere Folge von Super Mario Maker hochzuladen. Es ist ein neues Event-Level erschienen. Und zwar Gipfelsturm mit Pepe und Nana. Das will ich mir jetzt mal gleich ansehen. Was steht denn hier? Die Retro-Welt von Ice Climber hält Einzug in Super Mario Maker. Zwischen dir und dem Gipfel stehen nicht nur jede Menge Blöcke, sondern auch gefährliche Gegner, die eine rasante Erstbesteigung so gut wie unmöglich machen. Wie schnell schaffst du es nach oben? Naja, Pepe und Nana, diese beiden sollte man kennen, wenn man Smash kennt. Okay, die meisten von euch werden sowieso nichts sagen. Ach, wie süß. Oh, die habe ich sowas vom vermisst in Smash. Ich hoffe, dass sie in einem DLC erhältlich sind. Wenn nicht, dann ist eine Anzeige raus, aber eine schön saftige. Du. Okay, hier ist gar nichts. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Es könnte vielleicht unten etwas versteckt gewesen sein, aber. Ja, soll's. Okay. Soll das jetzt so ein typischer Ice Climber Level sein? Okay, ich versuche mal die Melodie mitzusingen. So irgendwie ging die Melodie von Icicle Mountain. Oh, P-Switch. Ein P-Switch. Ja, wir müssen anscheinend nach oben. Ja, das war keine so schlechte Idee, dass wir nach oben gegangen sind. Hier ist eine Röhre. Alter, ich schwöre, ich gucke in die Röhre. Und das war's. Und der Single müsste auch von Ice Climber stammen. Eine Minute und 44 Sekunden gebraucht. Pepe und Nana. Ja. Jetzt möchte ich etwas Folgendes machen. Und zwar gehen wir jetzt zu meine Level. Ja. So, da haben wir schon mal eine ganze Liste von Level. Ich habe schon 20 von 20 Level hochgeladen. Und da ist auch schon eines mein aktuellstes Level. Und zwar meine 10 Seconds Challenge, der Biddle Bridge. Ja, es ist jetzt von der Anzahl der Zeichen sich nicht ausgegangen. Aber was man hier einfach tun muss, ist einfach vom Gegner zu Gegner springen und schon hat man es geschafft. Ja, ja, ich weiß, es ist ein bisschen tricky wegen den ganzen Pickelkäfer, aber es ist nichts, das wir nicht hinkriegen können. Und der Weltrekord liegt bei 7 Sekunden 833. Also, wer Bock hat, diesen Weltrekord zu brechen, der sollte es jetzt versuchen, den Rekord zu knacken. Ich werde jetzt das nächste Level für euch zocken, und zwar The Frozen Ghost House. Ja, ein Level, wo mir so ziemlicher Bullshit mir eingefallen ist. Aber was soll's. Es ist ein Eislevel, wie ihr sehen könnt, und es ist ziemlich böse aufgebaut. Vor allem, dass es ein paar klassische Fallen gibt.
Zum Beispiel hier habe ich für euch ein ganz kleines Glücksspiel mir ausgedacht. Und zwar habe ich hier ein paar unsichtbare Blöcke hier versteckt. Und wer Glück hat, der bekommt ein One-Up. Also das ist einfach nur ein reines Glücksspiel. Also wer kein Glück hat, der sollte die Finger von diesem Heiler lassen. Also braucht man da schon ein riesiges Glück, damit man überhaupt da was Gescheites halten kann. So, P-Switch aktivieren, durch die P-Switch-Tür gehen. Schon sind wir im nächsten Raum mit ein paar Käfer. Wahnsinn, diese Käfer gehen mir auf den Käfer. Die sind alle Käfer. Das ist böse, das sind böse Käfer. Und da habe ich eine. Hier gibt es wieder ein Item, also eine Feuerblume. Und schon kommt es zu einem Bossfight, der ziemlich kurz und knackig endet. Was jetzt? Da haben wir ein paar Eisblöcke. Oh. Hi. Ich lasse mich erstmal treffen, weil sonst kann man diese Passage nicht schaffen. Weiß auch nicht. Und dieser Pilz ist eigentlich fehlplatziert. Keine Ahnung, wie ich den nicht. Ich glaube, den habe ich vergessen wegzumachen. Aber was soll's. Dann ist er halt dabei. In diesem Level, wo er ziemlich unnötig ist. So, jetzt kommt's zum ersten richtigen Boss. Und zwar einem riesigen Kettenhund. Und ich wurde unnötigerweise getroffen. Ja, Kettenhunde sind ein böses. Sind böse Gegner. Aber wir schaffen es. Okay, der fette Kettenhund, der hat den Schlüssel bewacht. Beziehungsweise bewachte den Schlüssel. Und nun haben wir den ersten okay, den einzigen Checkpoint in diesem Level. Denn jetzt wird es ein bisschen fieser. Ja, ich weiß, das war jetzt richtig dämlich von mir. Fuck this shit. Oh, das war jetzt teilweise richtig blöd. Das war jetzt nicht so blöd, das ist ziemlich dumm. Ja, da haben wir auch eine einfache, aber sehr, sehr effektive Falle mir ausgedacht. Das mit den Flammen. Keine Ahnung, warum ich es hier nicht wieder gemacht habe. Hier einfach den Powerblock nehmen. Und dann diese beiden Mancher hier killen. Ansonsten kommt nicht durch diese Tür da rein. Genau, jetzt kommt zu diesem Dings hier. Ah, und du springst natürlich zu hoch, Mario. Und da springt er zu hoch. Naja, was soll's. Dann müssen wir es halt noch einmal machen. Ordentlich dotze ganz genau auf den unsichtbaren Block mit dem Leben des Todes an. Schön, schön, schön. Ein One-Up des Todes. Also hier ist das One-Up. Wow. Aber es gibt immerhin Münzen, die einen motivieren. Hier bei diesem einen Fragezeichen-Block, da sollte eigentlich ein Power-Up drin sein. Das habe ich. Ich habe leider kein Power-Up da reingepackt. Weil ich es total vergessen habe. Okay. Okay, hier gilt es wieder so lange. Hier gilt es wieder ein bisschen zu überleben. Okay, ich glaube, ich bin gerade aus Versehen in den Mikro rangekommen. Aber was soll's. So, jetzt müssen wir nur noch auf diese Feuerchen warten.
Sonst kommen wir jetzt natürlich nicht mehr weiter. Na, was macht ihr gerade so? Stampfattacke, Stampfattacke. So, die Bombe ist jetzt schon mal angezündet. Und hier ist ein Power-Up versteckt. Und ab in die Röhre. Alter, ich schwöre, da guckt man nicht schon wieder in die Röhre. So. Ach, scheiße! Fuck! Nein! Oh, das war jetzt richtig dämlich. Ich wollte. Eigentlich wäre diese Kante zum Stehen gedacht. Jetzt muss ich wieder diesen ganzen Bullshit wieder von vorne machen. Das war auch wieder sehr knapp. Aber irgendwann hat man dieses Level. Irgendwann meistert man dieses Level. Was mache ich denn eigentlich? Da ist noch so ein mancher Typ. Wisst ihr, wie man das sonst normalerweise, so wie es eigentlich gedacht war, sollte man da reinlaufen, dann auf die rechte, bei der rechten Wand einen Mannsprung machen, also dass man so quasi im Kreis läuft. Obwohl, es wäre jetzt gar keine so schlechte Idee, so eine Art Kreis zu machen. Pff, scheiß drauf, jeder macht irgendeine Scheiße beim Bauen. Naja. So, Bombe wird mal angezündet. Okay, dann geht's mal da weiter. Schön auf die Bombs spin jumpen. Und hier im letzten Moment springen. Okay, das war ein bisschen zu früh. Aber was soll's. So, jetzt kommt zu einem kleinen Bosskampf. Zwar gegen den Bowser Junior. Aua. Ach ja, und hier oben nicht stecken bleiben, sonst ist man am Arsch. Aber ja, wie soll ich sagen, das habe ich auch irgendwie übersehen. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Diesen einen Spalt da. Den habe ich erst gesehen, als das Level schon hochgeladen war. Na, ja, was soll's. So, jetzt hier den Propellerpilz nehmen. Jetzt soll schön nach unten springen, wieder nach oben. Und schon hat man diesen Raum hier geschafft. Und schon kommt man zum Finale dieses Levels. Und zwar kämpft man wieder gegen den guten alten Bowser. Und nachdem wir ihn umgebracht haben, erhalten wir den nächsten Schlüssel. Jetzt hier nicht von den Gegnern treffen lassen. Und schön geschmeidig ins Ziel. Ja, das war auch schon mein Frozen Ghost House. Nun aber zu meinem nächsten Level. Zum einen meiner gelungensten Level, wie ich finde. Von alle. Das ist Bowser's Prison. Ja. Was soll ich sagen? Dieses Level ist ein bisschen diabolisch,
weil es ein kleiner Scrolling-Level ist, also nicht so ein Halb-Scrolling-Level, wie es ist. Also bei der ersten Ebene ist normal also die Unterebene ist Scrolling. Also jetzt sind wir wieder beim ersten Ebene, also bei der normalen Ebene. Bowser's Prison. Ein Level, wo ich schon, das ist schon gut gemacht habe. So, jetzt muss ich selbst loben. Ja, ich weiß. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ich werde nicht fallen. Ich werde mein Level hier überleben. Auch wenn es irgendwelche Cheats benötigen werden müsste. Es muss. Aber da haben wir auch schon die. Ja. Beim Bowser Jr. gegen die letzte Piranha-Pflanze locken, dann kommt die in den nächsten Raum. Also. Ja, okay, das war auch schon eine reine Fehlentscheidung von mir. Ein Boss. Kampf in einem Scrolling-Abschnitt reinzupacken. Ich liebe ein größeres. Mein Gott, oh, bin ich schon mit müde, Alter. Zack, zack. So, jetzt muss ich irgendwie zu dieser einen Kugelwillig-Kanone. Ja, super. Okay, jetzt ist die Feuerblume wieder weg. Naja, was soll's. Jetzt erstmal schön springen. Runter mit dir. Jawohl. Ski. Und hier gibt's eine Feuerblume. So, jetzt kommt hier diese schöne Passage. Es ist so ein kleiner Survival-Test. Raum. So, und hier ist ein Stern. Falls du den Stern suchst. Ah, okay. Und den Knochentrocken mitnehmen. Denn der hält einen Schlüssel in seinem Besitz. Der öffnet eine Tür zu diesem Goomba. Wo wir zuerst waren. Und jetzt kommt ein Raum mit dem Pampern. Ja. Schön, vielleicht vertreiben wir das sogar. Nein, tun wir sogar nicht. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler meinerseits, denn ich habe im Sprung ein bisschen abgebremst und den Sprung hätte er geschafft, ne? Und das wäre vielleicht ein epischer First Try gewesen. Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht bei meinem Skill. Beziehungsweise bei meinem mehr Fail als Skill, ne? Wie immer. Jetzt schön von. Ja, genau. Lava kein Müll. Ist da runter? Ja, schön. Das war jetzt gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Jetzt irgendwie auf diesen Scheißding und Notenblöcke. Ich hasse sowas. Warum baue ich überhaupt sowas in meine Level überhaupt rein? Naja, was soll's, ne? Was soll's? Dann gibt's halt mehr Fails. Ist auch eine schöne Herausforderung, dieses Level. Zack, 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 zack. War ja klar. War ja klar. Und ich lasse mich sowas von dämlich hier treffen. Ah, diese blöden Hammerbrüder da. Aber wir kriegen sowieso immer wieder
Feuerblume hinterhergeschmissen, weil diese Stelle ist schon ein bisschen anstrengend. Ah, scheiße! Das war ein Fehler. Das war ein dummer Fehler. Ja. Mach nix, Fehler kann mal passieren. Gerade wenn man so wie ich so eine schöne Scheiße da baut, die einen Spieler ganz schön stressen können. Scrolling Level und Förderband. Beste Combination natürlich. Hoppla. So, jetzt erstmal die Bombe da weg. Diese blöden Hämmer da. Diese blöden behämmerten Hämmer. Genau, und dann fällt es auch noch bei dem Spaten darunter. Ja, ich glaube, ich bin. Ja, super, super. Genau. So habe ich es mir vorgestellt. Bei meinem Level. Ey, eigentlich ist es nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Und warum verkacke ich das jedes Mal, jetzt jedes Mal? Wow, also ha heute habe ich echt mit dem Fail und mit dem Skill. Also da ist eigentlich mein Frozen Ghost House schwieriger, was das angeht, aber dass ich jetzt bei diesem Level so viel Probleme jetzt habe, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Na, wir rechnen überhaupt mit sowas, okay. Solche Level sind schon teilweise fies. Aber nur teilweise. So, jetzt haben wir auch diesen Scheiß wieder mal geschafft. So. Wow, Scheiße. Ja, okay, jetzt habe ich mich wieder dumm, dämlich treffen lassen, so wie ich bin. Ja, schön. So muss das sein, ne? So muss das sein. So, und all in one, yay. So, jetzt wieder diese blöden Schlüsselmünzen hier einsammeln. So, und jetzt geht's Richtung Finale. Hinter dieser Tür geht's. Jetzt geht's Richtung Finale des Levels. Dum-dum-dum-dum. So, jetzt diesen Twomp da zu sich rüber locken lassen, damit man da hoch kann. Also damit ihr da hoch könnt. Und hier ist die nächste Schlüsseltür. Und jetzt kommt's zum epischen Bowser Fight 2015. Mann gegen Mann. Und da unten ist eine Kugel-Willi-Station. Und da geht er weg, da geht er weg. Und schon kommen wir zu einer Röhre. Und dann kommen wir zu diesem Ziel. GG. So, und jetzt fragt ihr euch, wie sollen das denn gehen? Einfach raufjumpen. Und ihr habt es geschafft. Level beendet. Bowser's Prison. Es hat nur eine einzige Person geschafft. Ja, und das war jetzt ein Teil von meiner Level. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario Maker. Die ganzen IDs waren bei den Levelnamen und so eingeblendet. Also braucht ihr nur pausieren und ja.